Hallöche Leute und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Super Mario 64. Wir gehen heute endlich in den finalen Bereich von Super Mario 64 und ich glaube, man kann sich hier irgendwie hochtricksen. Ja, ich habe es irgendwie geschafft, aber ich muss mich erstmal orientieren. Okay, wir haben hier nur noch ein paar Sachen offen. Und zwar ein paar neue Welten, ein paar Secret Stars natürlich. Hast du irgendwas für mich? Ja. Du gibst mir noch einen Stern. Ich glaube, es gibt insgesamt 15 geheime Sterne. Also fehlen uns nur noch drei. Zwei weiß ich, wo sie sind. Aber bei einem Stern bin ich mir tatsächlich unsicher. Obwohl, nee, doch, passt, passt, passt. Denn der nächste Stern ist ja bei Bowser. Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, was jetzt nochmal Kurs 10 war. Ich glaube, du warst Kurs 10. Nee, du warst Kurs 11. Folge dem blauen Pfeil. Ja, okay, dann machen wir, können wir auch Kurs 11 machen. Wir müssen den blauen Pfeilen folgen. Ah, ich weiß schon, was wir da exakt tun müssen. Genau, diese Welt hat eine sehr, sehr besondere Fähigkeit. Und zwar ist es abhängig davon, wie man reinspringt. Wenn man, es kommt drauf an, welchen, also wie ihr reinspringt. Wenn ihr hoch in das Gemälde reinspringt, dann ist das Wasser ganz nach oben gesetzt. Aber wenn ihr eher tief, also nicht so hoch springt, dann ist das Wasser eher tiefer. Ich glaube, ich benutze erstmal diesen Arschloch, um da hoch zu kommen. Okay, von mir aus. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Du blödes Drecksding. Alter. Warte, ich mach hier einen. Ich glaube, ich mache hier einen Walljump. Ah, shit. Fuck. Dann muss ich so machen. Erstmal das Spiel ein bisschen austricksen. Oh, dieser Gegner. Vorsicht. Mhm. So, da hoch. Ich muss jetzt darüber balancieren. Ja, komm. Wow. So, dieser Schuss ist ein bisschen böse. Da gibt's jetzt eine andere Möglichkeit, die ich immer mache. Da rein. So. Dieses Feuer ausweichen und schnell den Stern schnappen. Okay. Ja, dann machen wir jetzt mit Kurs 11 weiter, statt mit Kurs 10. Folge den blauen Pfeilen. Ich glaube, es wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ach, scheiße, das war jetzt kein guter Sprung. Ich wollte einen Triple Jump machen. Suche nach der Spitze der Stadt. Ich weiß schon, wo die Spitze der Stadt ist. Aber ihr nicht. Ich bin hier dafür verantwortlich, dass wir sie erreichen. Ich glaube, ich kürze nochmal ab. Ich glaube, ich kann auch so hoch springen. Ha!
Erstmal das Spiel austricksen. Das kann ich gut. Shit. Yeah. Okay. Jetzt muss ich wieder darüber. Balancieren. Oh, hier so schön rüber. Ja, wie war's klar? Mama mia. So, hier wieder eleganten Walljump voll. Sagt er einen eleganten Walljump? Das war fail. Das war wieder fail. Alter, Mario, mach keinen Scheiß. Oder du schießt mich nach oben. Ja, da ist es ein bisschen zu niedrig für ihn. Oh! Scheiß Chucky, Alter. Okay. Nein, ich muss darüber. Hier ist okay. Gegentreffer. Boah. Schnell hoch. Und da hoch. Okay. Ich glaube, das ist der Stern, den wir holen müssen. Falls es irgendjemand von euch fragen sollte, wo die 8 roten Münzen sind. Die 8 roten Münzen sind in einem spezielleren Bereich versteckt. Scheiße. Alter. Junge, geh da rein. Das war jetzt nicht so gut. Erforsche die Höhen und Tiefen. Obwohl, das ist eigentlich... Obwohl, das ist eigentlich relativ okay. Dieser Wasserspegel. Ach so, ich kann da nicht rein, ne? Weil das Wasser zu hoch ist. Aber egal. Wir gehen dann woanders rein. Und zwar hier rein. Da hinten gibt es etwas Besonderes für uns. Und zwar, glaube ich, gibt es da 2 Sterne zu holen. Einmal irgendeine Mission? Hä? Hallo? Ah. Genau, jetzt seht ihr, hier sind rote Münzen versteckt. Aber wir sind nicht nur wegen den roten Münzen hierher gekommen, sondern ihr vielleicht euch denken könnt, ist da hinten ein Stern versteckt. Den will ich haben. Ich überlege gerade, wo es eventuell einen Dings gibt. Eine Tarnkappe. Also hier ist nur die Metal Cap. Ah, ich sehe sie. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wie wir das am schnellsten erledigen.
glaube, wir sollten da am besten die Wasserpegel ein bisschen verändern. Wenn ich es finden sollte. Ich bin mir relativ sicher, dass es hier irgendwo so ein komisches Dings war, womit ich den Wasserspiegel verändern kann. Es war doch hier irgendwo. Nee, das ist ein Dings. Wo ist das? Wo zum Teufel ist das, was ich suche? Uiuiui. Ah, wahrscheinlich ist es da hinten. Hä? Sag mal, bin ich jetzt komplett bescheuert oder? Ah, nee, da ist es. So, jetzt versinkt das Wasser. Jetzt müssen wir uns beeilen. Und zwar müssen wir jetzt da hochklettern. Oh, shit. Lakito. Aber ich muss das so einen Wandsprung hinkriegen. Hopp, geht da hoch. Und schnapp dir den Stern, Mario. Stern Nummer 78. Beachte das Zeitlimit. Habe ich. Ja, erforsche die Höhen und Tiefen. Ich glaube, dass ich hier den Wasserspiegel ganz nach unten setzen muss. Ich glaube, das hier ist ein Plan. Oder es sollte nach einem Plan klingen. Ja, ich hätte direkt darüber schwimmen sollen. Denn jetzt ist das Wasser jetzt ganz unten. So, das hier sollten wir kaputt hauen. Wow. Ah, das geht nicht. Das geht nicht. Ah, scheiß Schluck auf. Oder sind da damit die 5 magischen Zahlen gemeint? Das kann natürlich auch sein. Ah, das war fast. Warte, warte, warte. Jetzt. Nein, lass mich in Ruhe. Ha, Idiot. Shit, da. Warte. Ich brauche erstmal hier einen ganz kurzen Überblick. Ah, scheiße. Ach, Mario, please, mach doch bitte einen Seitwärtssprung. So, ich. Ich glaube, dass ich da hoch gehen wollte. Kann das sein? Yep. Nein! Oh, shit. Wir müssen jetzt hier diesen Schalter aktivieren. Mach doch nicht hier den Wandsprung. Kletter einfach ganz normal diese scheiß Treppe da hoch.
So, jetzt heißt es schnell sein. So, hier fahren wir gleich mal mit. Hier können wir auch Bahnsprünge vollführen. Und schon sind wir da. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Stern, den das Spiel jetzt gerade gemeint hat, ne? Beeil dich, Expressaufzug, ja. Expressaufzug. So. Ja, das sind die 5 magischen Zahlen. So, ich setze mal den Wasserspiegel ganz nach unten. Jetzt kommen wir jetzt wieder zu den 5 magischen Zahlen, die hier ein bisschen nervig sind. Das weiß ich noch. Und das kann ich mich ja noch sehr, sehr stark erinnern. Da wir das Wasser sowieso wieder überall hin drücken müssen. Okay, das ist die 1. Hier müsste, glaube ich, die 2 sein. Perfekt. Shit. Ich glaube. Oh no. Okay, das ist okay. Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Da konnte ich jetzt nicht ausweichen. Oh. Ich glaube, hier ist die 3. Ich glaube, hier war die 4. Hier irgendwo. Nee. Hier war nicht die 4. Genau, hier war ja auch so ein Dings. Ah, shit. Ach, geh da hoch. Wieso springst du da drüber? Was war das denn für eine dumme Aktion, Mario? Der macht da eiskalt einen Dreifsprung, Alter. Ich glaub's nicht. Hier ist die Nummer 4. Wo war jetzt die Nummer... Wo war nochmal das letzte? Ah, wahrscheinlich bei dieser Kiste da, oder? Du, 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 du. Ja. Tatsächlich. So ist es. Auch. Du, 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 du. Ah, wir brauchen ja noch den rosa Bob-Omb. Fällt mir gerade so ein. Aber der ist jetzt, glaube ich, hier nicht mehr so wichtig. Oder? Brauche ich den noch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn noch brauche. Mann, Mario, reiß dich zusammen, Junge.
Ja, und ich denke, dass das wieder war mit dem Part von, oder mit diesem Part von Super Mario 64. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal hoch da, wenn nein, und runter, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Super Mario 64. Und dann geht's Richtung Kurs 10 und ich glaube, ich weiß schon, wo Kurs 10 ist. Also, bis dann und ciao!